Jetzt kommen wir von der einen Mutter eines Kindes mit Diabetes zur nächsten. Unser nächster Gast ist Maren Sturni. Auch sie hat eine Tochter, die mit Diabetes diagnostiziert wurde, und sie hat ein Buch über ihre Erfahrungen geschrieben. Maren, herzlich willkommen. Hallo. Und auch du hast einen Ballon dabei. Schön. Ich habe den von Caro übernommen. Die hat mir den eben rübergeschickt. Ach, und dann so funktioniert gedacht, das. Genau. Und der klebt auf meinem Buch, weil mit meinem Buch wird ja der Diabetes im Familienalltag sichtbar gemacht. Und so passt das ganz gut zusammen. Perfekt. Wir freuen uns über deinen Support. Maren, erzähl doch mal, wie ist der Diabetes in euer Leben getreten? Wann war das und was ist da passiert? Ja, das war 2019 im Sommer. Meine Tochter war 6, 8 Wochen vor der Einschulung, und sie hatte die typischen Symptome, also Erschöpfung, starke Erschöpfung, Durst, hat für ihr weniges Gewicht noch relativ viel abgenommen gehabt, hatte dann aber meiner Meinung nach so eine Grippe und Magen-Darm im Sommer, hat sich übergeben, und dann habe ich gedacht, ja, schick sie mal zu meinen Eltern, die machen das schon wieder alles heile. Und sie hatte dann schon eigentlich aufgehört, sich zu übergeben, und mein Vater rief mich dann morgens an und meinte, sie hat sich schon wieder übergeben, und dann habe ich gedacht so, oh, passt nicht. Und dann hat er mir ein Foto geschickt von ihr, und mit diesem Abstand, dass ich mein Kind nicht mehr die ganze Zeit vor mir hatte, habe ich dann einen echten Schock gekriegt, habe gedacht, dem Kind geht es gar nicht gut, da läuft gerade was total schief, fahrt sofort in die Notaufnahme und checkt das mal. Und die Ärzte haben dann einen Blutzucker von über 900 festgestellt, und sie wäre 12 Stunden später laut Meinung der Ärzte auch, also hätte man nichts mehr für sie tun können, weil sie so dehydriert war, dass ihr System komplett out of order war. Genau, und dann sind wir eben in ein echt tiefes Loch gefallen. Erste Überforderung, Diabetes. Ich habe immer gedacht, das könnte mich gar nicht betreffen. Und haben wirklich einige Zeit gebraucht, um uns da zu sammeln und auch die Familie neu zu formieren und den Alltag neu, ja, wieder schön zu machen für uns oder auch uns einfach neu zu finden, auch mit dem Diabetes an unserer Seite. Das kann ich mir vorstellen. Das klingt nach einer echt harten Zeit, die ihr da durchgemacht habt. Und es ist total verständlich, dass man da als Familie erstmal in ein kleines Loch fällt. Und ja, dann warst du, du hast dich aus diesem Loch wieder rausgebuddelt und hast ein Buch darüber geschrieben, um diese Erfahrung zu teilen. Erzähl uns mal ein bisschen was davon. Genau, also so sieht's aus. In Eigenregie entstanden, mit auch der Diabetes-Community zum Beispiel dabei. Die Anne von Kuddelmuddel-Toddel hat das Cover gestaltet, ist selbst Diabetes-Mama. Und die Sandra Neumann hat es lektoriert, auch ja bei vielen bekannt durch das Zucker im Kopf. Also da hatte ich auch ganz tolle Unterstützung. Ja, es ist im Prinzip natürlich irgendwo auch ein Erfahrungsbericht, und es ist auch eine Aufarbeitung selbst nochmal von dem Erlebten. Aber vor allen Dingen soll es für Familien mit frischer Diagnose eine Hilfe sein, aus dieser ersten Überforderung herauszukommen in den Alltag. Wir sind, glaube ich, alle am Anfang überfordert, und wer es mag, ein bisschen an die Hand genommen zu werden, auch emotional und persönlich, der findet sich vielleicht in dem Buch wieder. Zudem möchte ich aber auch das Umfeld dieser Familien mit einfangen, denn die fragen ja alle, ne? Mama, Papa, Oma, Tante, was ist denn das und wie geht denn das? Und ich stehe da als mit der frischen Diagnose und weiß es selber nicht so genau. Dann kann ich sagen, hier, liest es mal. So sieht es hinter den Kulissen aus. Darum ist das so anstrengend. Das machen wir die ganze Zeit, und möchte damit eben auch das Umfeld, aber auch natürlich die Familie unterstützen. Und was jetzt auch noch zufällig ganz toll ist, wir haben ja heute schon was über Language Matters gehört. Ich hatte mir auch vorgenommen, einen positiven Eindruck auf das Thema Diabetes zu geben, und habe in dem Büchlein kein einziges Mal das Wörtchen muss aus meiner Feder zum Beispiel verwendet. Und es ist mir ganz, ganz wichtig, den Diabetes eben nicht als Monster darzustellen, sondern als Familienmitglied, den wir genauso umarmen, wie wir unsere Tochter umarmen. Das ist jetzt Teil von ihr und der gehört einfach dazu. Schön, das hast du schön gesagt. Und hier sehen wir auch gerade eingeblendet, dass du heute früh noch im Sat.1 Frühstücksfernsehen zu sehen warst, anlässlich des Weltdiabetestags. Was war das für eine Erfahrung für euch?
Ach, das war ganz spannend. Ich meine, ich hatte schon immer mal so ein bisschen was mit den Medien zu tun über meine Arbeit, aber eher dann hinter der Kamera und nicht davor. Also die waren 7 Stunden bei uns und herauspurzelte dieser wunderbare 5-minütige Bericht, auf den wir in keinster Weise Einfluss hatten. Also natürlich beim Input, aber nicht beim Output. Und ich finde, dass sie was ganz Schönes draus gemacht haben, weil es ja darum geht, wirklich auch eine breite Masse, die überhaupt nichts von Diabetes weiß, hier einzufangen. Und natürlich sind da so Kleinigkeiten, wo wir als Profis sagen, so, ne, ob das so ganz richtig ist. Aber darauf kommt es nicht an. Es kommt auf das große Ganze an, auf diese vielen, vielen Menschen da draußen, bei denen erstmal so eine Grundawareness nötig ist. Und es werden ja auch Symptome da geschildert, also auf die Symptome aufmerksam machen, so ein bisschen Ganz wichtig. Education und so ein bisschen Awareness dazu. Also das war Ziel der Sache und ich finde, das hat ganz toll geklappt und meine Kinder haben unglaublich toll mitgemacht. Also ich war ganz Schön. stolze Mama. Sehr schön. Nochmal ganz kurz zurück zu deinem Buch. Also es gab ein Kapitel, das bei uns im Team DDoc besonders für Diskussionsstoff gesorgt hat, denn du hast nicht nur über dein Kind mit Diabetes gesprochen, sondern auch über das Kind, das kein Diabetes hat. Du hast über Schattenkinder gesprochen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was du damit meinst, mit diesem Begriff. Ja, also ich habe auch für das Kapitel schon viele Schelte bekommen, also viel, viel positiven Zuspruch. So toll, dass das mal jemand schreibt, aber auch, wie kannst du nur dein Kind da so in die Öffentlichkeit stellen und so. Aber ich habe das mit meinem Kind vorher abgesprochen und mein Kind hatte in der Tat ein Problem mit diesem Thema. Also haben wir gemeinsam entschieden, dass wir das öffentlich machen möchten, um anderen zu helfen. Denn man ist, also wir waren total überfordert und wenn ich nicht gerade mit dem Medizinischen überfordert war oder mit dem seelischen Befinden meiner Diabetestochter oder mit meinem eigenen seelischen Befinden oder mit unserer Existenz oder mit dem Umbau meiner Berufstätigkeit oder mit Essen kochen oder mit Einkaufen oder sonst was, dann hatte ich ehrlich gesagt wirklich auch die beiden Geschwisterkinder ein bisschen aus dem Fokus verloren, gerade am Anfang. So nach dem Motto, dafür muss man ja Verständnis haben. Ja, muss man eigentlich auch, aber Mann oder Frau ist ja auch nur Kind und hat natürlich auch eigene Bedürfnisse. Und was ich machen wollte, ist im Prinzip genau diese Kinder mal nach vorne holen bei Familien mit frischer Diagnose und zu sagen, passt auf, dass euch die nicht wegrutschen. Und ich habe in dem Kapitel am Anfang die Maya Zoe zu Wort kommen lassen und habe das auch beim Buchschreiben so als O-Ton gemacht. Das war relativ spontan und ich war so ein bisschen ehrlich gesagt selber erschüttert, was da so zurückkam. Habe das aber dann ehrlich auch ins Buch reingeschrieben. Dann haben wir gemeinsam überlegt und ich habe auch überlegt, was können wir denn tun, dass das besser wird. Und dann habe ich sie am Ende des Kapitels nochmal zu Wort kommen lassen. Ein Thema ist zum Beispiel, dass man sagt, am Tisch muss es wirklich immer der Diabetes sein als Tischthema. Muss ich wirklich immer vor dem Essen, direkt vor dem Essen, den Katheter wechseln, sodass alle anderen warten müssen? Kann ich eine Exklusivzeit auch mit den anderen Kindern vereinbaren? Und wir haben zum Beispiel das gemeinsame Kochen angefangen, wir beide. Also da sind so ein paar Tipps einfach dabei, weil also Familien mit frischer Diagnose vielleicht das nicht so im Blick haben und da möchte ich helfen. Schön, das ist ein ganz spannendes Thema. Ich kann verstehen, dass es da wirklich heftige Diskussionen darüber gibt, aber ich finde es toll, dass du deine Tochter da selbst zu Wort hast kommen lassen. Ich glaube, das ist das Beste, was man an der Stelle machen kann. Toll, dass du diese Diskussion aufgemacht hast, dich daran gewagt hast. Und danke schön, Dankeschön. dass du heute bei uns warst Sehr und gerne. deinen Danke, Bericht. dass ich hier sein durfte.